Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Ja, hallo, grüß euch Leidl. Ich bin der Jürgen Rindler, bin 30 Jahre alt, bin jahrelanger Sportler gewesen, jahrelanger Fußballprofi gewesen, ja, über 12 Jahre, habe ein paar Stationen durchgelebt und habe jetzt nach meiner aktiven Karriere, habe vor 2 Jahren aufgehört, angefangen mit CrossFit, ja, mit einem intensiven Training, was mir sehr taugt, was mein Ausgleich ist, was meine Zufluchtsoase ist. Und das betreibe ich jetzt eigentlich recht intensiv. Gut, Jürgen, wir haben uns ja wegen einem Vitalmonitor kennengelernt. Und kurze Frage, warum nutzt du den Vitalmonitor? Ganz einfach, durch das, dass das Training, das CrossFit immer intensiver geworden ist und wir auch mittlerweile Wettkämpfe mitbestreiten, habe ich einfach was gesucht oder was gebraucht, was mir auf Verletzungen hinweist und meinen Körper, meinen Zustand meines Körpers mir irgendwie widerspiegelt, dass ich mal Anhaltspunkte habe, ja, weil oft Müdigkeit nicht das gleiche ist, mit dem wie leistungsfähig ich bin oder Spatzen nicht unmittelbar jetzt, sage ich jetzt einmal, mit meiner Verfassung was zu tun hat. Und da habe ich was gesucht und da bin ich durch den Luki, Ernhard von Lukas, durch den Chef, einen der Chef von CrossFit Harzberg, zum Willi gekommen und der Willi hat mir das gesagt und ich muss sagen, ich bin eigentlich recht begeistert davon. Kannst du mir jetzt ein konkretes Beispiel nennen, wo du sagst, allein deswegen hat es sich schon ausgezahlt? Ja, konkretes Beispiel eigentlich ist ganz einfach. Ich habe in meiner Historie als Sportler eigentlich immer relativ viele Verletzungen gehabt oder recht anfällig und habe da eigentlich immer einen Grund dafür gesucht. Ich bin es gewohnt, 7 bis 10 Trainingseinheiten in der Woche zu haben. Ja, also von dem her war es mir nie klar, warum bin ich verletzt, oder mir war schon klar, weil es eigentlich so viel war. Und eigentlich war es die Entscheidung, den Vitalmonitor zu benutzen und auf ihn zu hören, dahingehend, dass er einfach als Verletzungsvorbeugung dienen soll, und das klappt ganz gut. Also ich mache es jetzt über ein halbes Jahr und habe keine einzige Verletzung dabei gehabt. Merkst du es bei der Leistung? Das ist noch so ein schöner Nebeneffekt, was man hat, durch den, dass man das quasi ein bisschen steuert, wie viel und wie intensiv ich trainieren kann, kriege ich viel mehr Effekt daraus. Ja? Also der Effekt ist wirklich da. Hätte ich zuerst nicht geglaubt, ich bin halt einer, der was gerne ausprobiert, die ganzen Dinge, was einem gesagt werden, und muss sagen, der Willi hat damals da sein Wort gehalten, also der Effekt ist nachweislich da. Was könntest du jemandem sagen, der jetzt sie denkt, ich will mir den Vitalmonitor vielleicht kaufen, aber braucht man sowas oder die vielleicht die ganzen, wie soll ich sagen, Sachen, die man noch im Kopf hat, negativen Dinge, was würdest du dem raten, was würdest du dem sagen? Ich würde ihm raten, dass er das einfach ausprobiert. Wenn einer sich mit Sport befasst und das Ganze rundherum, was Sport mit sich bringt. Sport alleine ist nicht, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt her und trainiere jetzt eine Stunde oder mache jetzt, geht's laufen oder irgendwas. Wenn man es wirklich sportlich anlegen will und mit seinem Körper was weiterbringen will, dann geht es um das Ganze rundherum, was sehr wichtig ist. Sei es die Ernährung, sei es die Überwachung, sei es eben auf den Körper quasi zu hören. Und das ist eigentlich jetzt ein Gerät, was mir einen täglichen Input, Output oder wie auch immer, was mir das immer gibt, wo ich einfach schauen kann, wo stehe. Und wenn es einer möchte und weiterkommen möchte, ist es einfach ein Weg, sich visuell vor Augen zu führen, wo bin ich, wo stehe ich, wie ist mein Körper heute bereit. Also für einen, der was erreichen will, ist es eigentlich eine super Geschichte. Kannst du mir vielleicht mit Ansatz, jetzt unvorbereitet, sagen, was der Vitalmonitor für dich bedeutet? Stress und Segen zugleich. Passt, super, danke Jürgen.